So sieht er aus, der Zug der Zukunft. Mit Tempo 400 soll der doppelstöckige Zug 1600 Fahrgäste zu ihren Reisezielen bringen. Das bedeutet noch mehr Fahrgäste und Gepäckstücke auf den Bahnsteigen und in den Zügen, soll aber die Ein- und Ausstiegszeiten dennoch nicht verlängern. Damit also die vielen zukünftigen Fahrgäste des Next Generation Trains nicht im Stau stehen, haben die Forscher viel gerechnet. Viele Szenarien haben sie durchgespielt. Im Ergebnis wird großes Gepäck wie im Flugzeug abgegeben und anderes in Zugschließfächern und unter den Sitzen verstaut werden. Es wird bequemer für die Fahrgäste. Aber das Ein- und Aussteigen bliebe dennoch ein Problem. Deshalb haben wir uns entschieden, eine neue Variante zu bauen, die ich hier als Video zeigen kann, wo die zweite Klasse in der ersten Ebene, in der Ebene 0, und die erste Klasse in der oberen Ebene sich befindet. Und dabei haben wir festgestellt, dass ein simultanes Ein- und Aussteigen die Fahrgastwechselzeit positiv beeinflusst. Die Fahrgäste steigen auf der einen Seite aus und zeitgleich auf der anderen ein. Die Passagiere der oberen Etage benutzen Gangway-artige Rampen. Treppen im Zug gibt es nicht mehr. Bahnhöfe mit separaten Ausstiegsebenen für beide Zugstockwerke wären gut, sagt der Chef des Zugprojektes Joachim Winter. Auch einiges an der Zugkonstruktion muss sich verändern. Wir haben die Einzelräder, die ihre eigenen Antriebe haben. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Lokomotive, sondern einen verteilten Antrieb über den gesamten Zug. Das heißt, die Fahrdynamik des Fahrzeuges wird eine andere sein. Die Einzelräder können in die Kurven gelenkt werden, sodass wir das Geräusch verringern. Auch Tunneldurchfahrten sollen möglichst geräuscharm sein. Schwierig bei Hochgeschwindigkeitszügen. Aber im Tunnel ist das Problem, dass wir, wenn wir mit der vollen Geschwindigkeit hineinfahren, das gleiche Problem haben, als wenn Sie mit voller Kraft auf den Kolben einer Luftpumpe schlagen. Weil am Ende piept es dann. Und das macht es beim Tunnel genau auch. Was die Forscher bei den Versuchen im weltweit einzigartigen Tunnelmessstand herausgefunden haben, ist, um diese Druckwelle zu verhindern, sollten zum Beispiel Tunneleinfahrten trichterförmig gestaltet werden. Weil beim neuen Zug jede Zugeinheit einen eigenen Antrieb hat, wird das Ver- und Entkoppeln wesentlich einfacher werden können. Ja, noch neu an dem Zug ist, dass wir die Teilzüge nicht mehr mechanisch koppeln wollen, sondern mit einer telematischen Kupplung. Das heißt, die Abstandshaltung zwischen den Zügen erfolgt mit elektronischen Mitteln, vielleicht auch optischen Mitteln. In den Zugnasen müsste dann keine Kupplung mehr untergebracht werden. Also, sagt Jens König, kann die Nase mit neuem Material eine andere Funktion übernehmen. Man braucht keine zusätzlichen Crash-Elemente. Die Crash-Elemente sind alles hier in der Nase drin. Also bei einer Kollision wird die Nase prinzipiell deformiert. Das bedeutet, dass die Elemente, der Fasverbundwerkstoff nach innen gestülpt wird. Er zersplittert sehr, sehr fein. Das bedeutet wiederum, dass wir viel Energie aufnehmen können, einfach aufgrund der feinen Fasern. Die neue Nase hält mehr aus und ist obendrein problemlos auswechselbar. Und auch für den knapp 5 Meter hohen Wagenkasten haben sich die Forscher Neues einfallen lassen. Das Aluminium-Wagengerüst, in dessen erster Etage Jens König steht, hat eine völlig neuartige Struktur. Der Zug ist wesentlich leichter als alles, was es bisher auf der Schiene gibt. Aber durch den Leichtbau können wir ein anderes Zugkonzept verfolgen. Das heißt, die Wagenkästen werden länger, es können mehr Fahrgäste in den Wagenkästen Platz finden. Das bedeutet wiederum, dass beim vollen Fahrzeug das Fahrzeug die Achslast hat, die eben maximal zulässig ist. Einzelne Ergebnisse des Next Generation Train Projektes werden hier und da schon umgesetzt. Die Forschung am Zug der Zukunft ist in voller Fahrt.